Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Let's Play. Ha, Knight of the Eternal Throne. So, Leute. Wo waren wir denn stehen geblieben? Begib dich zum Trockendock der Greystone. Da liegt die Greystone, da hinten, irgendwo. Und da müssen wir jetzt hin. Wir wurden ja überfallen. In der letzten Folge habt ihr es ja gesehen. Und zwar, ja, müssen wir sehen, dass wir jetzt wieder den zweiten Angriff auf Odessen abwehren, sozusagen. Ja, da ist schon wieder die ewige Flotte. Dann würde ich sagen, dann legen wir jetzt mal los. Lana, komm mit. Eieiei, die Bombardierung hier schon los hier. Eieiei. So, da haben wir schon Feinde. Und wir müssen jetzt irgendwie, wir müssen da durch, jetzt ob wir nun wollen oder nicht. Dann machen wir das. So, die hätten wir schon mal. Wir könnten mehr Feuerkraft gebrauchen. Vielleicht können wir etwas finden, um eine Schneise durch diesen Kampf zu schlagen. Ja, zum Beispiel mit einem Kampfläufer. Den kriegen wir doch mit Sicherheit hier irgendwo. Gucken, dass nichts von der Seite jetzt kommt. Da sind ein paar Läufer, die können wir übernehmen. Wir müssen Platz machen. So, wenn wir die mal aus dem Weg räumen da vorne. Das geht doch schon mal ganz gut. Hat keiner bemerkt. So. Zack. Guck mal, jetzt sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ach, jetzt haben die mich gesehen da. Nicht nur die. Ey Leute, hier, das ist ja gar nicht hier. Oh-oh. Na komm. Ah, ich war nicht in der Reichweite. So, das sieht schon besser aus. Oh. So, jetzt wieder vorne eben. Ja, Hammer, wo kommen die alle her? Erstmal die Kleinen weg hier. So, den dann noch. So, warte mal, wir können es irgendwie doch reparieren auch, oder nicht? Irgendwie nicht. Im Kampf nicht möglich? Gegen was kämpfe ich denn hier noch? Ah, diesen Turm da. Ja, mal gucken, was kann ich eigentlich hier alles hier? Das sieht doch gut aus. Alles klar, jetzt reparieren wir es erstmal eben. Und
wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen in die entgegengesetzte Richtung. Und wir haben wieder irgendwas am Arsch hier. Da hinten habe ich irgendwas gesehen. Aber ich sag mal so, das beachte ich jetzt einfach mal nicht. Wir müssen hier lang, ne? Ja. Und wenn ich aus der Reichweite bin, dann ist hier nicht in Reichweite. Jetzt. Ja, so ist fein. Das ist euer Ende! Von hinten was? Tatsächlich von hier. Das war ja nicht gerade effektiv gewesen. Das ist effektiver irgendwie. Na, da muss ich ja nicht lang, ne? Ja doch. Witzig. So, da ist noch so eine Satellitenschüssel, die wir weghauen müssen. Das ist ja ein Bonus. Ein Bonus auf jeden Fall mit. Ja, kommt mal her hier, Jungs. So. Mal was in Ferne fertig. So ist er fein. Ich glaube, dann tritt man nur ein Ziel, ne, nicht? So. Erstmal die da eine Seite wegmachen. Die haben mich wieder irgendwie gesehen hier, ne? So, jetzt da, ach, da hinten schieße ich hin. Auch nicht schlecht. Das gefällt mir. Ein schöner Angriff. Oder schon einer vor mir noch. Ja. Die hinten habe ich nicht bemerkt. Dann lassen wir den wohl stehen. Ach, mal so ein Kampfläufer macht das doch Spaß hier. Und so Mech. So, da hinten haben wir die nächste Satellitenschüssel. Oh, und wir haben auch einen Elite-Gegner hinten. Und mal gucken, dass wir den nicht sofort angreifen oder nicht anlocken, sagen wir mal so. Euch erwartet ein frostiges Carbonitgrab. Wir versuchen erst einmal nur hier zu erledigen. Das sah da gar nicht so schlecht aus. So. Jetzt haben wir die Schüssel. Laden wir mal auf hier. Volle Pulle. Na, hat uns ganz gereicht. Haben wir geschafft. So, den Bonus haben wir schon mal. Cool. Jetzt müssen wir uns um den hier Gedanken machen. Um den Kollegen. Wir laden auf und geben ihm mal eine richtige Breitseite, wenn er kommt. Dann kommen wir in meine Reichweite. Komm. Komm. Ja, komm, schieß. Ja,
Das ging doch sehr gut. Und weiter geht's. So, warte mal, wir haben da eine Seite welche stehen. Wir müssen, glaube ich, in die Richtung weiter, auf jeden Fall. Nee, doch nicht, wir müssen da oben hoch. Na, gucken wir mal. So, der kommt mir nicht dran vorbei. Das ist euer Ende! Ja, glaube ich nicht. Na, kommt mal ran hier, Jungs. Das ist einfacher. So geht's doch. Hey, da steht aber eine Menge. Ihr werdet bestraft. So, komm mal ran hier, Jungs. Feindliche Verstärkung nähert sich von Westen. Ja, wir halten hier alles hier. Ihr werdet bestraft. Komm ran hier. So. Wir langsam pflügen wir uns durch die feindlichen Linien durch. Das ist wieder ein Kampfläufer. Ich denke mal, diesmal mache ich auf mich aufmerksam. Der wird mich sehen, wenn ich die Gruppen jetzt hier angreife. Kein Ziel in Reichweite. Jetzt. Ja, er liegt schon auf da hinten. Ah, das ist scheiße. Oh nee, warte mal. Ah, okay. Warte mal, ich warte mal eben. Das ist wohl irgendwie ein Bug. Die sind wieder zurückgegangen. Wir warten, wir warten, wir warten. Und wir schießen wieder. Kein Ziel in Reichweite. So, jetzt. Oh. Okay, diesen Bug mag ich gerade. Weil ich kann die jetzt so nach und nach ausschalten. Eben wieder warten, bis der Schuss hier, die Lenkraketen wieder einsatzbereit sind. Vorlaufen wieder, kein Ziel in Reichweite. Jetzt. Entrinnen wieder, okay. Okay, ist jetzt ein bisschen... Dauert jetzt alles ein bisschen, aber der da vorne, der macht mir so ein bisschen Sorgen. Der Elite-Gegner. So. So, jetzt nehmen wir jetzt uns den davor. Volle Breitseite kriegt ihr erst einmal. Der entrinnt? Dein Ernst. So, jetzt. Breitseite bekommen von mir. Also irgendwie treffe ich den nie. Vielleicht ist der Baumstamm auf dem Boden im Weg, keine Ahnung. Ah, so, jetzt habe ich ihn aber gleich.
Das glaube ich nicht. Okay, da komme ich mit dem Ding nicht durch hier. Statusbericht. Mandalorianische Verstärkung ist auf dem Weg zu Baywan. Mir war klar, dass du dir den Spaß nicht entgehen lässt. Dafür leben wir. Keine Chance, dass wir das aussetzen. Meine Schüler und ich wollten die Gravestone verteidigen. Die feindliche Artillerie hat unseren Fortschritt verlangsamt. Ich kümmere mich darum. Ogurop hat mir ein paar Spielzeuge gegeben, um ihre großen Kanonen auszuschalten. Hat Ogurop noch mehr Spielereien auf Lager, die wir gebrauchen könnten? Die Truppen haben schon alles bekommen. Jetzt ist er damit beschäftigt, die Basis zu sichern. Den Feind von seinen Forschungen fernzuhalten. Aber macht euch keinen Kopf. Ich habe alles, was ich brauche, um Valens Artillerie zu zerschmettern. Wenn wir den Feind hinterrücks angreifen, könnten wir der Gravestone etwas Zeit verschaffen. Eine sehr gute Idee, Lana. So, jetzt sollte es besser werden. Ich muss mal durchkämpfen hier. So, hier sind wir schon mal durch. Vielleicht hier gleich wieder ein Kampfläufer, eventuell. Die haben mich nicht schon gesehen. Ah, nee. Okay.